Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Fortnite. Und ich habe ja eigentlich gesagt, Fortnite gibt es erst, wenn ein Hotdog-Skin drin ist. Und letztes Mal habe ich den Dörr-Burger-Skin erhalten und was kommt wohl nicht näher als ein Burger-Skin? Na gut, der Beef-Boss ist zwar kein Hotdog, aber mal gucken, was die Zukunft noch bringt. Aber erstmal wird es der sein. Und ich habe mir jetzt überlegt, was kann man so in Fortnite machen, außer kämpfen? Natürlich, das Bauen spielt auch in Fortnite eine große Rolle. Und Spielwesen gibt es jetzt schon eine ganz schöne lange Zeit drin und da habe ich mal gedacht, könnte man ja was bauen. Dabei dachte ich mir einfach mal, hey, es gibt ja nichts Besseres, als das Simpson-Haus in Fortnite mal reinzubauen. Da habe ich mir erstmal einen Ort rausgesucht, Pleasant Park war das Ganze und dann würde ich sagen, legen wir da einfach mal los. Natürlich müssen wir, bevor wir das Simpson-Haus bauen, ein Haus erstmal wegbauen, um da natürlich den Bauplatz zu erhalten und daher müssen wir es erstmal abreißen. Jetzt, wo wir den Platz haben, können wir natürlich gleich loslegen mit den Simpson-Haus. Dabei gebe ich dir einfach ein paar verschiedene Ansichten, mach die Musik ein Stückchen lauter und dann kannst du dich ganz entspannt zurücklehnen und das Ganze dir angucken. Mensch, jetzt erkennt man schon langsam das Simpson-Haus. Natürlich müssen wir das Ganze noch einrichten und in Fortnite ist das Ganze mit Einrichten ein bisschen, ja, sag ich mal, so ein kleines Hindernis. Aber das lässt uns nicht aufhalten. Ich probiere es einfach mal, suche mir ein bisschen was zusammen und dann gucken wir uns das jetzt mal an, wie es drin aussieht. Huiuiui, also von der Inneneinrichtung kann man natürlich ein bisschen meckern, wie das Ganze ist, aber in Fortnite wird uns halt nicht so viel geboten. Aber trotz alledem finde ich von den Räumlichkeiten her ist es relativ gut gelungen. Wenn man es ein bisschen genauer haben möchte, muss man es natürlich etwas größer bauen. Und da ist dann natürlich immer die Frage, sollte man es noch etwas größer bauen, dann würde ich mir noch ein paar Leute zum Bauen dazu holen. Und dann kommt vielleicht noch eine Folge, wo wir das Simpson-Haus größer bauen oder andere Sachen bauen. Mal gucken. Naja, jedenfalls, wenn dir das Ganze hier etwas gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Like begrüßt. Und dann gucken wir mal, ob wir noch etwas weiteres hier bauen. Ansonsten hören wir uns oder sehen uns wieder zu einer ganz normalen Minecraft-Folge. Da wurde ja in der letzten Folge auch wieder ein bisschen was untergeschrieben, was man bauen kann. Und ich habe mir da, glaube ich, schon eine Sache rausgesucht. Na, wer weiß, was das wieder wird. Aber ansonsten war es das Ganze hier. Ich würde sagen, Safety stellen kann ich mich nicht so richtig, aber trotzdem kann ich eins sagen. Und zwar ganz einfach, tschüss.